presentando nuestro nuevo disco, Salam. Zunächst mal. Ne? Das macht es schon mal spannender als eine normale Ehe. Es sind ja drei Kulturen, drei verschiedene Aspekte, drei Sprachen. Insofern ergibt sich natürlich auch über wie soll man sagen, so andere Gewichtungen. Es ist tatsächlich so, dass man dann mal mehr zwei zusammen sich was überlegen oder dritte mehr außen vor ist oder dann wieder umgekehrt und, oder jeder für sich alleine was macht. Also insofern ist es immer ein Prozess in Bewegung. Ich denke, dass unsere Zusammenarbeit intensiver geworden ist, dass wir uns besser kennen. Und ich würde es mal so an drei Punkten festmachen. Das eine waren die Proben für die neue CD. Die haben wir eigentlich mit natürlich großer Vorarbeit hier und dort dann in 7 oder 8 Tagen bei Mara und Cotta zu Hause in Valencia gestemmt. Es hat sich eigentlich eher gesteigert, sagen wir mal, die Vitalität der Diskussionen, auch die Arbeit, die musikalische Arbeit ist intensiver geworden, würde ich sagen, geht auch schneller, als es früher gegangen wird. Vorteil ist auch, dass man sprachlich jetzt mit Spanisch einigermaßen auf einer Linie sind, das heißt sozusagen jetzt die Amtssprache. In den Konzerten selber finde ich, dass wir uns viel besser kommunizieren und uns gegenseitig die Bälle zuschießen, wann jemand mehr nach vorne tritt, wann jemand sein Solo hat und man da sehr aufmerksam miteinander umgeht. Veros en los próximos conciertos. Salam para todos.